Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Im heutigen Video möchte ich euch zwei Tipps geben, wo es in Deutschland zwei wunderbare Eisdielen mit, in meinen Augen, dem gesündesten Eis gibt, welches ich irgendwo in den letzten Jahren in einer Eisdiele gegessen habe. Für mich ist das gesündeste Eis allerdings das, was ich selber zubereite, nämlich aus reifen, eingefrorenen Bananenstücke, da kann man sich mit einem Hochleistungsmixer ein wunderbar cremiges und gesundes Eis mixen. Dann kann man auch Kakao, Karob, Gewürze, andere Früchte dazu mixen und hat wirklich mit das gesündeste Eis, was man sich vorstellen kann. Das gleiche kann man auch mit anderen gefrorenen Früchten machen, zum Beispiel Mangos oder Beeren. Da kann man wunderbares Sorbet-Eis herstellen. Letztes Jahr hatte ich auch ein Video veröffentlicht mit einem rohköstlichen Eis, das bestand aus angekeimten Sonnenblumenkernen, Lindenblättern, gefrorenen Erdbeeren, frischen Erdbeeren, Minze und ich glaube Stevia, also irgendein Süßungsmittel. Das ist natürlich auch ein sehr gesundes, etwas vollmundigeres oder dichteres Eis, was man selber zu Hause herstellen kann. Ich verlinke das Video oben in den Infokarten. An heißen Tagen ist Eis sehr beliebt und viele Menschen gönnen sich die köstliche, in Anführungszeichen, Erfrischung. Sie gehen entweder zu Eisdielen oder in den Supermarkt und kaufen sich dann ein Eis. Welche Zutaten jetzt die Eisdieleninhaber in Deutschland genau verwenden, weiß ich nicht, aber in den meisten Fällen sind auch immer Produkte aus der Massentierhaltung dabei, also Milchprodukte. Auch beim Supermarkt-Eis sieht es da auch nicht anders aus. Ich habe mir mal die Zutatenliste geschnappt von einem ganz beliebten Stieleis, welches mit M beginnt. Und dieses Eis enthält folgende Zutaten. Entrahmte Milch, Zucker, Kakaobutter, Pflanzenfett, Mandeln, Magermilchpulver, Glucose, Fructose-Sirup, Butterreinfett, Molkeerzeugnis, Kakaomasse, Emulgatoren E471, 442, 476, Stabilisatoren E410 und 407, vermahlene Vanilleschoten, Aroma und Farbstoff E160A. Das hört sich in meinen Ohren auf keinen Fall gesund an und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir auch die Möglichkeit haben, an Eisdielen sehr gesundes Eis zu kaufen. Ich war kürzlich in Sachsen und Bayern unterwegs und dort habe ich wundervolle Eisdielen mit sehr gesundem und köstlichem Eis gefunden. Ich war zum Beispiel Anfang August in Grottendorf und habe meine lieben Freunde Caro und Carlos von den Rohköstlingen besucht und der Nachbarort ist Neudorf. Und als der Carlos meinte, ja, wir fahren heute nach Neudorf mit den Kindern, da gibt es ganz gesundes Eis, auch veganes Eis. Das konnte ich mir jetzt gar nicht so vorstellen. Irgendein Dorf im Erzgebirge und da gibt es wirklich gesundes, veganes Eis. Meine Erfahrung in den letzten Jahren war immer eine andere. Und dann war ich doch sehr überrascht, als wir dann nach Neudorf fuhren. Was ist denn da so Besonderes in Neudorf? In Neudorf ist der Sitz der Firma Huss und Huss stellen Räucherkerzen her. Und dort gibt es nicht nur eine Schauwerkstatt, sondern auch ein Ladengeschäft und dort gibt es eine wunderbare Eismaschine, die nennt sich Eis, also mit Z hinten. Und da war ich wirklich sehr überrascht, weil diese Eismaschine produziert wunderbares, sehr kreatives Eis, welches nicht nur wunderbar schmeckt, sondern auch sehr angenehm unsüß ist, also eine ganz, ganz angenehme Süße hat. Hier gibt es eine wunderbare Eismaschine. Die vier Sorten Eis, ne? Die Basis-Eissorten, eins aussuchen, Milch, Joghurt, Schokoreis. Genau. Und dann von hier ein oder zwei, gerade die Kräuter passen meist noch zu einer Frucht. Hier habe ich noch mehr stehen. Das habe ich unten drin, schwarze Johannisbeeren, Mango, Dülpastrein, Gurke, Salbei, alles mögliche. Oder man kann als zweite Zutat außer mit einer Frucht von oben was nehmen. Kommt nicht aufs Eis, kommt alles in rein. Ne? Und es wird ein richtig wird schönes Softeis. Ne? Verteilt ja ein bisschen. Ja. Aber man hat ein schönes Natureis ohne genau. Pulver, ohne Chemie. Ne? Simon, was nimmst du als Basis? Joghurt. Also Bio-Joghurt-Eis ist Basis. Und was wählst du an diesen gefrorenen Zutaten? Also hier sind Himbeeren gefroren, rote Johannisbeeren, Minze, Gurke gefroren, Basilikum. Mango. Mango? Ach so. Oh, hier oben stehen auch noch ein paar Sorten. Ach, dann weiß ich schon wieder, was ich nehme. Dill, Salbei. So, was nimmst du noch? Mango und Bonbons. Mango und hier Bonbons. Das mache ich dir. Nummer 1. Das musst du
So, Mango, Gurke und das dritte Wort? Basilikum. Basilikum, alles klar, machen. Machen wir einen Becher oder eine? Ja, einen Becher bitte. Machen wir einen Becher. Die Chefin, die ist ja so schön, der ist wunderbar. Im Mai waren wir auch in Neudorf, da habe ich mir zum Beispiel ein Eis mixen oder mischen lassen aus Reismilch, Avocado, also gefrorene Avocado-Würfel, gefrorene Wildkräuter und Bitterschokolade. Das war eine wunderbare Kombination. Ihr seht, das ist ein Eis aus natürlichen und gesunden Zutaten. Das ist eine geniale Idee mit so vielen kreativen Möglichkeiten der Eiskombination. Wer sein Eis wirklich 100% vegan haben möchte, der kann dann bei der Eisverkäuferin Bescheid sagen, die reinigt dann die Maschine, weil falls jemand vorher ein Eis auf Joghurtbasis oder Milchbasis gegessen hat, da können noch Rückstände sein. Aber darauf wird geachtet, wenn es wirklich 100% vegan sein soll, dann ist das auch in diesem Eisladen möglich. Übrigens wachsen die Kräuter, die für dieses Eis verwendet werden, also Dill oder Salbei oder Minze, in einem kleinen Kräutergarten hinter dem Eisgeschäft. Da gibt es auch noch so einen kleinen Spielplatz und daneben ist ein wunderbarer Kräutergarten und aus diesem Kräutergarten werden auch die Kräuter ganz frisch verwendet. Also wenn ihr mal im Erzgebirge seid, in Grottendorf, in der Nähe von Annaberg-Buchholz oder gar in Neudorf, dann schaut unbedingt in diesem Eis mit Z-Laden vorbei. Solche Eisläden mit Z muss es wohl in ganz Deutschland geben. Ich kenne nur diesen einen Laden. Wenn ihr noch so einen Laden in Deutschland kennt oder auch im deutschsprachigen Raum, Österreich, Schweiz, dann setzt die Info dazu bitte gern in den Kommentarbereich. Kürzlich war ich ein paar Tage in Augsburg unterwegs. Ich habe mit meinen beiden Jungs eine liebe Freundin besucht. Gleich am ersten Tag hat sie uns zu einem tollen Eisladen, zu einer tollen Eisdiele geführt, mitten in der Innenstadt von Augsburg, Juice and Cream. Und dort gibt es wirklich fantastisches, gesundes Eis, was auch wirklich sehr genial schmeckt. Dieses Eis hat Bio-Qualität, ist vegan und wird mit einem natürlichen Süßungsmittel gesüßt. Und das sind Datteln. Dieser Eisladen hat verschiedene Sorten, Fruchtsorbets und auch einige Eissorten auf Basis von Cashewnüssen. Aber immer ganz natürlich und mit so wenig Zutaten wie möglich. Ich habe mich dann auch mal ganz kurz mit dem Inhaber unterhalten, ein ganz junger, sympathischer Mann, der meines Wissens nach auch vegan lebt oder vielleicht sogar auch schon Rohkost probiert hat. Also wenn ihr in Augsburg seid, dann schaut unbedingt bei Juice and Cream vorbei. Silas, was hast du für zwei Eissorten? Ich habe Zitrone, auch wenn die das aus irgendeinem Grund aus Banane. Zitronensorbet, nee, Banane ist da nicht drin. Ja, aber sie hat das Banane irgendwas rausgenommen. Nee, Banane war alle. Vorne, hinten war Banane, was hast du, also Zitronensorbet? Und Erdnuss. Simon, was hast du für, du hast drei Eiskugeln, was hast du? Zitrone, Matcha und irgendwas aus Hammerkart, was ich nehmen soll. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, was habe ich gesagt? Erdnuss? Ja. Erdnuss. Eva hat Schokosorbet und Cassis. Also so Johannisbeersorbet. Genau. Und ich habe das gleiche und dazu noch eine Eiskugel Matcha, so auf Cashew-Basis. Wir haben es die Sorbet-Eissorten in diesem Laden besonders angetan. Es gab zum Beispiel ein Schoko-Sorbet-Eis auf Basis von Wasser, Kakao und Datteln. Es gab natürlich auch viele Frucht-Sorbet-Eis. Ich habe zum Beispiel Johannisbeer probiert, schwarze Johannisbeer war das, glaube ich, oder rote Johannisbeer, also einfach Wasser, Johannisbeer, Datteln. Genau das gleiche bei dem wunderbaren Zitronensorbet. Wasser, Zitronendirektsaft und Datteln. Also ich kann euch diesen Eisladen unbedingt empfehlen. Die Eissorten, gerade die fruchtigen Eissorten, die schmecken so angenehm fruchtig, haben so eine angenehme fruchtige Süße. Auch das Schokoladensorbet hat sehr angenehm geschmeckt, nicht zu süß und schön schokoladig. Wenn ihr in Sachsen in Neudorf oder in Bayern in Augsburg seid, dann schaut unbedingt bei diesen beiden Eisläden vorbei. Schreibt mir gerne unten in den Kommentarbereich, wo im deutschsprachigen Raum in Deutschland, Österreich oder Schweiz es noch so tolle Eisläden mit natürlichen Zutaten gibt, wo das Eis wirklich auch natürlich gesüßt wird. Zum Schluss noch eine Frage. Wie handhabt ihr das im Sommer mit Eis? Ist euch der Geschmack wichtiger als die Inhaltsstoffe oder achtet ihr wirklich auf hochwertige Inhaltsstoffe, wenn ihr euch irgendwo draußen ein Eis kaufen möchtet? Das war's wieder von mir. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen, ihr Lieben. Bis ganz bald.